Hi, ich bin Christoph und ihr seid auf dem Videokanal der Brettspielbox. Heute die Kolumne am Dienstag. Ja, hallo. Ich habe heute mal weniger viel Spaß gewünscht, denn ich habe heute die Kolumne ein bisschen umgeschmissen. Ich hatte eigentlich ein anderes Thema vorbereitet, aber der Tod, der heute durch die Zeitungen, Nachrichten ging, von Klaus Teuber, der am 1.4. nach kurzer, schwerer Krankheit verstorben ist, hat mich da nochmal zum Umschwenken bewogen. Und so soll das Ganze jetzt vielleicht so eine kleine Erinnerung an ihn sein, an Klaus Teuber, der doch viele Meilensteine oder vor allen Dingen einen richtig großen Meilenstein in der deutschen Brettspielszene hinterlassen hat. Und das ist logischerweise die Siedler, beziehungsweise heute die Siedler von Catan oder nur noch Catan. Aber vielleicht kurz ein Stück weit der Reihe nach. 1952 geboren, wurde er oder hat er sich erstmal zum Zahntechnikermeister ausbilden lassen und hat bei seinem Vater in dem Betrieb auch angefangen. Da war aber immer die Leidenschaft für das Brettspielerfinden da, auch wenn ihm seine Ausbildung eben halt im Prototypenbau immer zu Hilfe gekommen ist. Er dementsprechend Figuren basteln konnte, die dann halt seine Spiele auch näher gebracht haben. Klaus Teuber hat viermal den Spiel des Jahrespreis und viermal den Deutschen Spielepreis gewonnen. 1988 mit dem Spiel Barbarossa, 1990 mit Adel verpflichtet, 1991 drunter und drüber und dann 1995 mit Die Siedler. Und das Spannende an der Stelle ist, dass er Die Siedler von Catan, oder ich sage mal für die Älteren unter uns, ist es noch weiterhin Die Siedler, mittlerweile die Jüngeren kennen es nur noch unter Catan, dass er dieses Spiel mehreren Verlagen wohl angeboten hat und am Ende aber sich mit Kosmos dann handelseinig wurde. Und dass, wenn man auf die Geschichte des Kosmos Verlags zurückblickt, war sowohl für Klaus Teuber als auch für den Kosmos Verlag ein absoluter Meilenstein auch in der Entwicklung, für Klaus Teuber am Ende von Brettspielen leben zu können, für den Kosmos Verlag, das Flaggschiff schlechthin, für den gesamten Brettspielbereich, den der Verlag dann so nach und nach für sich auch aufgebaut hat. Die Siedler von Catan gelten als das Spiel auf Platz 2 der Liste der meistverkauften Spiele. Platz 1 ist weiterhin Monopoly, aber die Siedler von Catan wurden in 40 verschiedenen Ländern mittlerweile übersetzt und an den Mann oder an die Frau gebracht und haben ganz, ganz viele, und meine Generation ist wohl massivst davon geprägt. Also ich bin über Catan tatsächlich auch zum Brettspielen oder zum verstärkten Brettspielen gekommen, eben dazu geführt, sich halt auch mit diesem klassischen German Board Game oder Euro Game halt auseinanderzusetzen und tiefer in die Materie hineinzusteigen. Zunächst einmal hatte ich ja von den anderen Spielen berichtet. Er hat sich dann auch noch im Rahmen der TM-Spiele selbstständig gemacht, bevor er dann zu Kosmos gewechselt ist, dort für Simba Dicky Group die Goldsieber-Reihe aufleben lassen. Das waren so auch sehr, sehr heiß gefeierte Spiele dort. Goldsieber gibt es ja leider nicht mehr. Und 97, das war dann auch neu, hat er sich exklusiv mit dem Kosmos Verlag verpflichtet, dort eben als Autor auch aufzutreten und seine Spiele ausschließlich bei Kosmos herauszubringen. Und seit 99 konnte er das hauptberuflich machen, nämlich eben von seinen Brettspielen leben. Das können heutzutage in Deutschland oder auch weltweit noch nicht dramatisch viele Leute, aber das zeigt eben, wie erfolgreich dementsprechend Catan war. Noch zusätzlich zu nennen, beim DSP erfolgreich die Fliegenden Händler 92 und Löwenherz von 97, auch wieder ein Spiel, was auch immer noch heute auf den Gebrauchtmärkten doch sehr, sehr heiß begehrt ist.
Seit 2015 macht er Spiele mit seinem Sohn Benjamin zusammen. Er hat noch einen zweiten Sohn, Guido, der aber in den digitalen Bereich der Catan GmbH eingestiegen ist. Denn Catan hat ganz viele Ableger halt auch gehabt. Zum einen in Richtung Erweiterung. Ich habe hier hinten mal ein paar aufgebaut. Also ihr seht, die Wand hat sich ein bisschen gewandelt hin zu verschiedensten Erweiterungen. Die Seefahrer ist sicherlich da die bekannteste. Städter und Ritter ebenfalls. Händler und Barbaren, Entdecker und Piraten. Und ganz, ganz viele Szenarien, die wir jedes Jahr auf der Spiel kaufen konnten. Für teilweise kleines Geld mit Sonderkarten, Sonderfunktionen und. Und es gab natürlich auch die Schokoladenedition mit Rittersport, die Whisky-Siedler, nicht zu vergessen. Die Zwei-Personen-Variante und natürlich die Sternfahrer, die jetzt auch nochmal eine Neuauflage erfahren haben, eine verbesserte Neuauflage und wirklich ein ganz tolles Spiel sind. Dazu seit, ich glaube, 3 oder 4 Jahren dann eben halt die Neuauflage der 3D-Variante. Die gab es schon mal vor einigen Jahren und wurde jetzt nochmal in Resin neu aufgelegt. Ich selber konnte Klaus Teuber ein paar Mal während verschiedener Brettspielveranstaltungen kennenlernen, habe ihn selber auch relativ am Anfang meiner Brettspielbox-Seite interviewt und fand ihn selbst da, wo ich jetzt noch ein ganz kleines Licht war, nicht, dass ich jetzt riesig groß bin, aber damals noch relativ neu in der Szene, hat er sich bereitwillig von mir interviewen lassen, hat über eine Stunde Zeit investiert halt für das Interview. Es war damals ein Telefoninterview und ich fand es mega, wie sympathisch er da auch rüberkam, wie geduldig er meine Fragen beantwortet hat, selber noch Input hineingegeben hat in das Interview und habe ihn eben halt auch über verschiedene Veranstaltungen immer als einen sehr, sehr bodenständigen, sehr netten, hilfsbereiten Menschen kennengelernt, dessen Leidenschaft eben halt für das Brettspiel da war. Ja, er hinterlässt eine ziemlich große Lücke. 70 ist jetzt auch noch nicht das Alter, wo man sagt, das wäre es an der Stelle gewesen. Deswegen finde ich es halt sehr traurig, weil wahrscheinlich das eine oder andere sicherlich noch von ihm gekommen wäre. Das, was er als Vermächtnis hinterlässt, ist mit Catan eben ein absoluter Top-Klassiker, der auch heute noch immer seine Beliebtheit hat, der aufgrund der Erweiterung, der Ergänzung, der Szenarien, der Ableger halt auch immer noch Neuheiten erfährt. Das, was er jetzt zum Schluss der Thematik, die er sich gewidmet hat, war eben halt der Buchtrilogie, wo der erste Band schon erschienen ist, der zweite im Herbst erscheinen soll und am dritten hat er jetzt eben halt noch gesessen, bis zu seinem Tod und daran weitergeschrieben. Und die Hoffnung ist natürlich, dass wir eben Teil 3 dann in 2024 vielleicht dann noch erleben können. Ich vermute mal, dass seine beiden Söhne jetzt in seine sicherlich großen Fußstapfen treten werden, um Catan eben halt auch am Leben zu lassen. Aber für einen Autor ist es sicherlich ein absoluter Traum, so einen tiefen Fußabdruck im Bereich der Brettspielgeschichte hinterlassen zu haben. Denn seit 95 kann man sicherlich hier in Deutschland da ja so einen riesen Aufwärtstrend halt erleben und Catan wird, egal welcher Verlag es ist, am Ende immer wieder genannt werden, welcher den Weg bereitet hat für ganz, ganz viele Spiele und Spielentwicklungen, die wir dann danach auch gesehen haben. Wer noch mehr über Klaus Teuber wissen will, dem kann ich hier die Biografie ans Herz legen. Die ist vor knapp 2,5 Jahren erschienen. Darin hat Klaus Teuber unter dem Titel »Mein Weg nach Catan« skizziert, wie er auf die Idee gekommen ist, was so seine Entwicklung war. Also wer Lust hat, damals so ein Stück weit hinter die Kulissen zu schauen, dem empfehle ich das Buch. Recht kurzweilig geschrieben, jetzt auch nicht Riesenschrift. Also von daher kann man sich das tatsächlich auch ganz gut antun und durchlesen. Und man erfährt halt über viele Hintergründe, die eben bei der Entwicklung, Entstehung von Catan, der Erweiterung etc. dann zum Tragen gekommen sind. Ja. Die Familie selber wünscht sich ein Stück weit Privatsphäre, das heißt, möchte jetzt nicht großartig Beileidswünsche etc. erfahren, das sollte man respektieren.
Nichtsdestotrotz fand ich es jetzt irgendwie schade, heute irgendwie ja Business as usual in Anführungszeichen zu machen. Und die Kolumne wollte ich eben halt auch nicht ausfallen lassen. Daher eben halt hier der Rückblick auf das Leben von Klaus Teuber. Und mehr will ich jetzt auch gar nicht jetzt hier in der Kolumne machen. Alles andere Richtung gespielt, Gewinner, ein neues Gewinnspiel und sonst was werden wir im Rahmen der nächsten Kolumne machen. Nächste Woche fällt aus und nach Ostern wird es dann dementsprechend oder in 14 Tagen wird es dementsprechend dann weitergeben. Ja, an dieser Stelle nochmal vielen, vielen lieben Dank für die tollen Spiele und Spielmomente, die ich erleben durften durch die Spiele, die Klaus Teuber eben halt vorgebracht hat. Und ich vermute mal, dem einen oder anderen von euch wird es ähnlich gehen. Von daher, nicht so schöne Kolumne heute, aber ich finde, es ist absolut wichtig, eben halt diese Wertschätzung auch ja, einer herausragenden Größe der Brettspielszene eben halt angedeihen zu lassen. In diesem Sinne, macht's gut. Ich wünsche euch alles Gute. Bis dann, euer Christoph.